Die Schlatterbutz ist quasi das Markenzeichen der Beuler Wiewefastloven. Sie flattert im Karneval überall und vor allem vor dem Rathaus. Denn das wird von den Waschweibern gestürmt. Die Butz, die hing bald bis an die Knie und hinge, wurden mit drei Knöpfen, wo so ein Schlade, die Falltür, ja. Und dann, wenn man auf das Klo ging, da wurden die Knöpfe abgemacht und dann ging man auf das Klo, ne? Ach, das Liebestöd. Ja, mein Opa hat auch gehabt, der so einen Einteiler gehabt, ne? So ein Leib und Seelchen und hing mit einer Klappe dran, ne? Mit dem Seel geht er um den Bauch gebungen. Und dann, wenn du die entsprechenden Vorrichten da vor dem Wald ist, dann war die Klappe runtergelassen, ja, dann ging das. Eine andere Art von Schlatterbutz war die, die vorn unhinge ob war. Da konnte die, wenn du Pisse an, ja, der Butz nicht auszudrücken, ne? Die decken sich dann einfach in die Jossstelle und den Beinen auseinander und dann. Für die Burenfrau, wo du von früher bist, ne? Die decken da, ihr müssen das verkaufen. Die täten das auch, die gingen ein bisschen auf sich und brauchten nicht Rockhose.